Nautilus Dateivorschau. Für bestimmte Dateitypen gibt es bei Nautilus eine kleine Vorschau, zum Beispiel PDF-Dateien, Grafikdateien, Videodateien und so weiter. Um die Vorschau zu deaktivieren, klickt man auf Bearbeiten, Einstellungen, klickt auf den Reiter Vorschau und wählt nun bei Textdateien, andere Dateien, Audiodateien oder Ordner nie. Welches Programm für welchen Dateityp bei der Vorschau verwendet wird, kann man mit dem gconf-editor, Konfigurationseditor feststellen oder festlegen. Man installiert das Paket gconf-editor, falls es noch nicht installiert ist, startet danach den Konfigurationseditor, klickt auf Anwendung, Zubehör, Terminal und gibt ein gconf-editor Enter und wählt Desktop, GNOME, Thumbnailers. Vorschaubilder werden gespeichert im versteckten Ordner .thumbnails im Home-Verzeichnis. Ciao und viel Glück!